Digga, falsche Richtung. Ab geht's! Bist du inkompetent, Nico? Das war so klar. Aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. War so klar. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin der Kammerjäger. Stets zu Diensten. Geile Brille. Männer setzt mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flint. So, warte mal kurz, Nico. Ich gehe schnell einen Block holen und mach Strichliste, wie oft du stirbst. Okay, alles klar. Ich hab keinen Bock, mir die ganze Scheiße nochmal anschauen zu müssen. Aua. Musst du sowieso, wenn du's schneiden willst. Ja, schau ich's nicht an. Muss ich. Da cutte ich einfach nur so grob 15 Minuten. Ja, du machst immer einfach so, weißt du, immer nur meine, wenn ich sterbe, haust du das rein. Und das ist dann Borderlands. Ja, Mann. Also, du bist wie oft gestorben? Ich glaube 5-mal und einmal gesamt, also 5-mal in Ohnmacht und einmal gesamt gestorben. Das fängt schon an. Nico, Ja? 5. Mach aber Striche. Strich. Mach ich gerade. Aber ich mach hier Ding hier. Ich würde einmal normal gestorben und gesamt tot. Ja. Gut. Penetriere ihn. So, ich muss nur ganz sanft. Warte, ich helf dir. Das war's auch schon. Direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan! Vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Nico? Ja. Dreh mal um. Er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekannt ja. Unbewaffnete Männer, Frauen. Wo stehe ich? Da oben. Halt mal still. Halt mal still. Das wäre voll in den Anus gewesen, ne? Richtig so schön. Pam. Ich hab dich auch angeschaut, deswegen geht's auch voll in meinen Anus. Ja. Das ist natürlich eine Kugelbefruchtung. Zwei in dein Gesicht. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Oh. Diesmal machen wir einfach direkt alle Questen fertig. Oh ja. Was sagst du? Machst du die oben, ich mach die unten? Oder umgekehrt? Keine Ahnung, was ich machen muss. Säubere den Friedhof. Polymonks töten. Ich glaube, man muss die Granatenarbeit erledigen. Sind schon nice, die Granaten. Ja, ich bin gleich tot. Ja? Gar kein Problem, Alter. Ich will übrigens auch, dass du einen Kill-Counter für dich selbst einfügst. Mach ich doch schon. Ja, ich lebe noch. Ja, ich auch. Ja, ich habe wieder volles Leben. Das ist nämlich richtig geil, dass Serien einfach mal einen Facelock nehmen und er hält sich wieder hoch. Wow. Komm mal angelaufen. Wir haben vorhin halt ernsthaft 14.000 XP gekriegt, ne? Für eine Quest. Das ist übrigens auch nichts merken am XP-Balken.
auf geht's. Kein Thema, wa? Ja, ne? Kann man die Gräber ausbuddeln? Keine Ahnung, ich geb die Quest ab und hol die nächste. Mach das, guter Junge. Hab ich dich doch gut erzogen. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Nein. Schütze den Aufzug. Haben wir? Dann haben Alter, wir hier ist ein Schild, der ist in allem besser als meiner. Bester Handlanger. Was ist denn das jetzt? Paltert nicht, wo müssen wir da hin? Aktivieren einfach mal. Ah, nimm Claptrap, ich glaube das ist die Story, das Story-Ding. Nee, ja. Doch. Das ist Borderlands. Gelangst Claptraps Boot. Du musst. Das ist das Story-Ding, wir machen, du hast die Haare schön. Gut, hier da zwei, wa? Wenn du mir das besorgen könntest, um an das Fell eines Bullymongs zu kommen, musst du es ihnen mit bloßen Händen abreißen. Schwäche einen Bullymong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest. Auf geht's. Sweet. So, unser Auftrag lautet Mr. Fister. Mr. Fister? Gut, dann mach. Tor ist offen. Ah, man kann nicht da rüber springen. Nein, kann man nicht. Tor ist offen. Bleib stehen, Bitch. Ich? Ja, du. Ich stelle mir manchmal Borderlands immer noch so vor, weißt du, wenn du einen Ausdauerbalken hättest, wäre das schrecklich. Wär's echt. So, sind ein paar Gegner. Psycho-Freak. Digga, ich treff nicht mehr. Okay, doch. Ja. Yay! Digga, wo brennst du rum, ne? Ja, hier hinten halt. Da ist er. Das war die 2! Brauchst nicht wieder beleben, schaffe ich schon. Spaß. Ich bin 7-mal verreckt übrigens, ne? Nochmal 2 Striche dazu, meinst du? Ja. So. Ich muss mich echt versuchen zu bessern. Ja, ich gehe da hinten diesen einen ganz weit weg holen. Ja, mach das. Ja, mach ich auch. Wir schauen, dass wir Bullymonk suchen, ne? Ja, und da hinten ist ein Dingsteil, da wo wir hin müssen. Oh, da war ein Schalter. Du weißt, wie gut ich den Schalter finden bin. Aha, richtig beschissen. Der Sniper macht so keinen Schaden gerade. Ich verfolge so einen Psycho-Freak, der danzt gerade hart ab. Na dann. Spiel mal hier die ganze Bude. Oh, Iridium. Und ein Audio-Log. Wir haben den Zug, der durch den Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abgeholt, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt bekommen. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle werden von Ja, ne? Ging schief. Du sollst nicht in den Elektrozaun reinrennen, nur so ein Tipp. Hab ich auch nicht. So, wo ist dieser Schalter? Du hast schon nur da hochrennen müssen zu dem Häuschen. What? Da oben ist der Schalter? Ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzkeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Ja, das hätte er so, ne? Ja, aber kurz, ich weiß doch gar nicht, glaube ich, wo das Ding war. Ganz grob weiß ich's noch. Er meinte hundertprozentig mal einen Rülpser. Und ich hab sie. Alter, ich bin ernsthaft. Ja gut. Da oben ist eh ein Shop, wo du alles verkaufen kannst. Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Toll,
Und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche. Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschied. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Oh, Alter, ernsthaft. Brauchst du die Schrotzen? Ich hab mal ein paar Schrotzen rumliegen hier. Nee, gerade nicht. Sowas wie 582 mal 15. Brauchst du sowas? 582 mal 15? Ja. Nimm mal mit, ich guck's mir an. Ja, ich verkauf die sonst gleich, die sind noch von letzten Aufnahme. Ach so. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skeg-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Er ist ein echter Frauenversteher. Das war nett. Er ist taktisch auf ihre Gefühle eingegangen. Er ist ein Frauenversteher. Eindeutig. Der Nico hier oben ist ein Shop, ne? Ja. Ich suche gerade Audiologs. Kacke verkaufen. Alter. Was? Ich habe 160 Iridium. Ja, ist schon mal nicht ausgegeben, ne? What the fuck? Wo ist denn das Audio-Dings da? Mich voll. Hä? Gut. Kehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Ich alber noch ein bisschen rum hier, ne? Ich fall's gerade nicht. Das ist nichts Neues. Digga, wo bist denn du? Ja, ein Audiolog suchen, du Bob. Karte angezeigt? Ja, ich bin ich bin genau drauf. Das ist in einem Container drinne. Du bist auch so ein Vollhorst, ne? Hier ist halt kein Container mehr. Da ist ein Container, muss ihn nur finden. Muss ihn öffnen erst. Oh, ich werd gerade von den Flugviechern da gefickt. Ich bin runtergefallen. Da stand gerade öffnen. Boah! What the fuck? Hab's. Oh, meine Fresse. Hast du ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn. Wilhelm, töte diese Wilden. Zerstören. Oh, level up. Nicht gemerkt, Alter. Jack hat sie umgebracht, oder? Was für ein Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Easy. Jawoll, das schützt vor Kugeln. Haben wir alles erledigt? Ja. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Morphin. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu machen. Wir müssen noch Bullimungs töten. Ja, jetzt müssen wir erst wieder welche finden, dürfte hinten wieder gespawnt sein eigentlich. Ich guck grad mal nach. Mal schnell weiter skillen, Gott, was skill ich denn jetzt? Ah, Movement habe ich skillt, ne?